Die Berufswelt- und Europameisterschaften haben in den letzten Jahren zahlreiche Erfolge für Österreich gebracht. Wesentlich dafür verantwortlich sind auch junge Fachkräfte aus Niederösterreich, die bisher insgesamt 48 Medaillen geholt haben. Für die Wirtschaftskammer ist das eine Bestätigung für die hohe Qualität der Lehrlingsausbildung. Ich selbst habe eine Lehre gemacht und ich weiß, was das heißt, bei einer Berufsmeisterschaften teilzunehmen. Da wird wirklich viel gefordert, viel verlangt. Aber sie haben die Nerven, sie halten das durch und sie zeigen immer wieder, dass wir in Niederösterreich einer der Besten haben. Und ich sehe das wirklich als einen sehr, sehr tollen Erfolg. Unter der neuen Dachmarke FAME wollen Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer diese Leistungen nun stärker in den Fokus rücken. Dadurch soll es auch gelingen, noch mehr junge Menschen für eine Lehre zu begeistern. Wir werden auch künftig Arbeit haben, wir werden viel Arbeit haben und wir brauchen die Besten in der Ausbildung und deshalb ist uns die Qualifikation in dem Bereich ganz wichtig und der technologische Fortschritt zieht natürlich auch im Bereich der Kompetenzen und der Herausforderungen in Handwerk und Gewerbe ein. Zum Start der gemeinsamen Initiative zur Stärkung der Lehre ist am Rathausplatz in St. Pölten nun ein Walk of Fame mit den Handabdrücken von Goldmedaillengewinnern bei World und Euroskills eröffnet worden. Dieser Walk of Fame ist, oder Square of Fame oder wie immer wir ihn dann nennen, ist dann sozusagen auch Zeichen, dass hier die besten Kräfte aus ganz Niederösterreich einen Standort, sozusagen einen Platz bekommen, wo andere darauf aufmerksam machen, wo andere vielleicht infiziert werden im positiven Sinn, dass sie auch eine Lehre machen. Und die Chancen auf Zuwachs stehen gut, denn auch bei den nächsten Euroskills, die im September in Polen stattfinden, sind 6 Fachkräfte aus Niederösterreich am Start.